liegt auch. Hallo, du bist beim Golf mit Freude im windigen Golfclub Lüttitzburg, aber es ist ein schöner Tag. Ich spiele jetzt ein langes Loch. Ich habe eine Frage für dich. Wenn du überlegst, wo deine Tendenzen beim Langspiel, also mit dem Driver oder mit dem Abschlagschläger sind, verglichen zu deinen kurzen Schlägen, in welche Richtung tendieren die lange Bälle oder die lange Schläge und in welche Richtung tendieren die kurzen? Und du wirst bestimmt mir sagen, wenn ich überlege, fliegen meine langen nach rechts und meine kurzen nach links. Wenn das dir passiert, ist das ganz normal. Das passiert fast, also ich würde sagen 80% der Rechtshänder. So, was ich dir heute empfehlen möchte, ist, wenn du einen langen Schläger in Hand hast, benutze einen Griff, wo die Hände etwas mehr nach rechts zeigen. Also die Faust zwischen Daumen und Zeigefinger dürfen mir auf die rechte Schulter zeigen. Was du beim kurzen Spiel machst, zeige ich dir gleich. Aber erstmal möchte ich diesen schweren Abschlag mit Gegenwind, das ein Graben, werde ich dann machen. Und ich werde dafür sorgen, dass mein Griff etwas stärker ist. Jetzt durch meinen starken Griff hat mein Ball einen leichten Linksdrall bekommen. Der Ball ist da, ich habe Länge gewonnen. Beim kurzen Spiel ist es etwas anders. Bei solchen Situationen, ich bin jetzt nur 45 Meter von der Fahne, sehe ich immer wieder, und das ist bestimmt dir schon aufgefallen, dass die Bälle nach links tendieren. Und das ist manchmal dem Golfer unbewusst und automatisch denn wird so ausgerichtet. Und das ist auch eine Notwendigkeit. Also wenn der Golfer sich aber perfekt ausrichtet, dann verliert sie oder er den Ball nach links. So, er ist gezwungen, nach rechts zu stehen. Und natürlich ist das ein Nachteil, so geschlossen zu stehen. Weil erstmal könnte ich einen perfekten Schwung machen, dann fliegt der Ball nach rechts. Oder ich bin gezwungen, von außen zu kommen. Ich muss eine richtige Schleife ausführen, um den Ball gerade zu schlagen. Und ist das ideal? Nein. So, der erste Schritt ist zu wissen, dass wenn ich weit schlage, tendieren meine Bälle nach rechts, dann ist ein stärkerer Griff notwendig. Aber bei diesen kurzen Dingen, richte dich bitte geradeaus, aber entweder die Schlagfläche öffnen vorher oder die rechte Hand mehr nach links drehen. Ich sage meinen Schülern, dass das V zum Kinn zeigen sollte, von der rechten Hand. Und dann fliegt der Ball gerade. Er fliegt nicht nur gerade, der fliegt auch höher. Und wie dieser Ball jetzt gleich machen wird, der bleibt auch schneller liegen. Danke für das Zugucken. Bitte Daumen hoch, wenn dieses Video dir gefallen hat. Und ich würde mich freuen, dich hier in Lüttitzburg zu sehen oder auf einer Golfreise bald mit mir. Unten in der Beschreibung findest du die Infos. Tschüss.